Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Dougie LP. Und ja Leute, was soll ich sagen, in der letzten Folge habe ich mich ein bisschen schwer getan, damit ein Wandprofil zu bauen, welche mir der gute Nika zugeschickt hat. Und ja, ich habe euch ja erzählt, ich möchte das jetzt hier in der nächsten Folge präsentieren, beziehungsweise in der Speed-Folge zeigen. Das hat allerdings nicht so wirklich geklappt, einfach aus dem Grund, weil ich momentan kaum Zeit habe, ich sowieso momentan richtig am Struggeln bin, was Let's Build Hogwarts anbelangt, weil ich so viele Projekte nebenbei mache. Ihr habt es wahrscheinlich in den letzten Tagen und Wochen bemerkt, ich habe sehr viel Potter Stuff gemacht, ich habe Potter News gemacht, ich habe diverse andere Formate zu Fantastic Beasts gebracht, das Kochformat soll jetzt noch kommen. Ich bin wirklich komplett ausgefüllt und so ein anderes Video außerhalb von Let's Build Hogwarts verbraucht einfach mal wesentlich mehr Zeit als Let's Build Hogwarts selber. Und es motiviert mich einfach, dass diese Videos außerhalb von Let's Build Hogwarts sehr, sehr gut bei euch ankommen. Und deswegen bin ich momentan wirklich am Struggeln wegen Let's Build Hogwarts. Klar, ich habe immer noch Lust, gar keine Frage. Das soll auch keiner hier anzweifeln oder so. Ich bin immer noch richtig begeistert für das Projekt und werde natürlich weitermachen. Aber verzeiht bitte, wenn die Themen jetzt in den nächsten Tagen nicht allzu krass sind. Und verzeiht mir auch für das, was ich jetzt in dieser Folge gemacht habe oder beziehungsweise was ich kurz vor dieser Folge gemacht habe. Denn ich habe das Wandprofil, welches ich in der letzten Folge angefangen habe, im Off umgesetzt. Liegt hauptsächlich daran, ich wollte es ja eigentlich in der Speed-Folge machen, habe aber keine Zeit gefunden, um das einschneidig hinzukriegen. Und ich denke, mittlerweile solltet ihr mir auch insoweit vertrauen, dass ihr wisst, dass ich nicht cheate oder dass ich da irgendwie schummel oder so. Es lag wirklich hauptsächlich nur an der eigenen Zeit und es kommt auch nicht so häufig vor, Leute. Es war nur unfassbar schwer, das so in der Folge umzusetzen, weil ich kann mich kaum konzentrieren, wenn ich hier am Kommentieren bin und dann irgendwas abzubauen, was jemand schon vorgearbeitet hatte. Also das war für mich schon eine sehr große Herausforderung. Deswegen verzeiht mir, wenn das jetzt vielleicht nicht in eurem Interesse ist, dass ich das im Off gemacht habe. Aber dafür könnt ihr jetzt sofort sehen, wie es aussieht. Ihr könnt sofort entscheiden, ob es für euch in Ordnung ist. Und natürlich könnt ihr auch sofort gerne kritisieren, wenn es euch nicht gefällt. Dann können wir es wieder umändern. Aber ich habe lang genug geschwafelt. Ich zeige es euch einmal. Und 1, 2, 3. So, das ist das neue Mauerprofil. Oder zumindest sollte es das sein. Ich persönlich habe es ein bisschen abgeändert. Es hat mir ja der gute Nika, wie gesagt, zugeschickt über Twitter ein Foto oder mehrere Fotos besser gesagt, wo er das genau einmal gezeigt hat und ich habe mein Bestes gegeben, um das so einigermaßen originalgetreu nachzubauen. Ich denke, das ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Es gibt Kleinigkeiten, die ein bisschen anders umgesetzt wurden, aber im Großen und Ganzen ist es komplett das Gleiche. Jetzt ist natürlich die Frage, sieht es gut aus? Und wenn ja, so sollen wir das auch noch woanders hinsetzen. Also wenn es gut aussieht, würde ich es natürlich auch noch hier umsetzen, also in dieser Wand hier. Aber ob wir das dann auch noch hinten umsetzen, das heißt, hier, ich zeige es euch einmal kurz, das können wir schon wieder anmachen. Und zwar meine ich jetzt hier quasi dahinter direkt. Ob wir das dann genauso umsetzen, weiß ich noch nicht, weil sonst wirkt es ja überall ziemlich identisch. Müssen wir uns mal überlegen. Ich denke mal, ich werde das auf der anderen Seite, auf den anderen Seiten hier ein bisschen einfacher gestalten. Aber hier auf der Seite, weil man ja Hogwarts auch von der Seite am meisten sieht, habe ich gedacht, ist es eigentlich auch ganz nice, wenn es so ein bisschen verschnörkelter und ein bisschen schöner aussieht. Deswegen schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare und dann bin ich sehr gespannt, wie ihr das Ganze findet. Eine Sache habe ich jetzt aber noch nicht gemacht, Leute, und die werden wir jetzt direkt am Anfang machen, denn ich muss noch zwei Sachen craften. Ich hoffe, ich habe die Sachen dafür im Inventar bzw. in den Kisten in meiner Base, denn ganz sicher bin ich mir jetzt nicht, aber das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Wir gehen jetzt einmal kurz runter. So, dann werden wir mal kurz in unsere HP Universe Kiste gucken und ja, da haben wir ein bisschen Magic Power Powder, das brauche ich auf jeden Fall, denn ich möchte gerne mit euch noch zwei Statuen bauen und zwar folgende, ihr kennt sie sicherlich schon, hier, diese hier. Dafür brauchen wir einen Eisenhelm, Bricks und die Bricks machen wir aus Ziegelsteinen. Alles klar, gut, dann gucken wir mal gerade ganz kurz, ob wir noch ein bisschen Ton haben oder vielleicht sogar schon Ziegelsteine. Wäre natürlich optimal, aber da hat das wieder was mit Glück zu tun und Glück ist nun mal... Ah, Ton haben wir da. Glück ist nun mal nicht meine Stärke. So, gucken wir einfach mal. Also Eisenhelme müsste ich mir auf jeden Fall craften, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich keine mehr habe. Aber auch Ziegelsteine sehen sehr, sehr rar aus. Alles klar. Ja, da habe ich noch ein bisschen was an Ton. Oh, nein. Nice. Wir haben sogar schon Bricks. Wie cool ist das denn? Okay. Ja, gut. Das ist cool. Das ist sehr cool. Ja, dann würde ich vorschlagen, gucken wir gerade mal nach dem Eisen. Da haben wir... Ui. Ja, das könnte wahrhaftig etwas knapp werden. Gucken wir gerade mal. Ich hatte eigentlich im Gedanken, dass wir noch mehr haben. Da haben wir noch ein bisschen was. Oh ja, okay. Dann ist alles gut. Ich hab mich schon gewundert, weil wir hatten ja eine Folge, da haben wir richtig viel Eisen gesammelt. Das hätte mich jetzt echt stark gewundert, wenn wir davon nichts mehr hätten.
So, dann machen wir jetzt zwei Statuen. Wie gesagt, da brauchen wir Magic Power Powder. Ach nee, wir müssen ja erstmal die Helme machen. So, zwei Eisenhelme. So. So, dann kommt der Helm dahin. Dann kommt dieser Klotz dahin und das dahin. Und dann haben wir hier die Stone Soldier Blocks. So, den packen wir erstmal weg. Dann machen wir direkt den zweiten hinterher. So, so und bam. Da haben wir die zwei Steinsoldaten. Diese zwei Steinsoldaten werden jetzt an die Mauer gesetzt. Und zwar genau mittig zu diesen Einlässen. Ich zeige es euch einmal kurz. Und einmal bitte der Zeitumkehrer. Wunderbar. So, ich bin schon sehr gespannt, wie das aussieht. Ich habe das jetzt extra noch nicht gemacht, weil ich das unbedingt mit euch zusammen machen möchte. Und die Fackeln tun wir auch mal kurz hier weg. Die stören mich. Geht weg, los. So. Ach, komm schon, geh weg. So, und zwar kommt einer hier hin. Und dann kommt noch einer hier hin. So. Ja, Leute, ich finde, das sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Also da hat der Nika sich auf jeden Fall ordentlich Mühe gegeben. Wie gesagt, eure Meinung ist da allerdings noch wichtig. Das heißt, schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Ich denke, wir sollten alle einer Meinung sein, dass es besser aussieht als das, was ich am Anfang umgesetzt habe. Und ja, da denke ich, sollten wirklich alle einer Meinung sein. Finde ich definitiv schöner. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich vielleicht noch hier irgendwas mit Fackeln mache. Ja gut, das ist jetzt auch nicht ganz so. Ja, komm, da können wir noch eine hin. Und da oben vielleicht noch so. Ja, kann man machen. Kann man machen, ja doch. Und, Moment, man könnte vielleicht auch. Ach so, nee, das ist. Ah, nee, kann man nicht, schade. Nee, gut, aber dann sollte das soweit erstmal reichen. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare, dann werden wir das noch weiter umsetzen. Ansonsten ändern wir es halt nochmal. Ich will das halt perfekt haben, deswegen seid auf jeden Fall kritisch. Und schaut am besten noch ein zweites Mal, bevor ihr, ja, schreibt, dass es perfekt ist. Es ist halt ziemlich wichtig, dass ihr das wirklich gut findet. So, Leute, jetzt habe ich aber etwas mehr gequatscht über ein Thema, was jetzt auch nicht wirklich weitergeholfen hat, denn wir müssen ja auch irgendwie bautechnisch hier vorwärts kommen. Ich hatte mir schon eine Sache überlegt, die werde ich jetzt kurz mit euch anfangen. Ich glaube, viele Sachen muss ich euch jetzt nicht in mein Inventar packen, das sollte eigentlich ziemlich schnell jetzt geregelt sein. Und zwar möchte ich mich so langsam aber sicher mal wieder an das Pokalzimmer wagen. Ihr merkt wahrscheinlich auch, in den letzten Folgen bin ich wieder ziemlich viel am Springen, das heißt von einer Aufgabe zur nächsten. Und ich glaube, ja, soll ich mir eine Axt machen? Nee, komm, wir machen das jetzt hier mit den Fäusten. Wir sind ja keine Weicheier. Ja, dieses ständige Wechseln von verschiedenen Bauaufgaben hat natürlich den Hintergrund, dass ich manchmal einfach keine Lust habe, eine bestimmte Aufgabe über mehrere Folgen hinweg zu bearbeiten. Das ist irgendwann auch nicht mehr so interessant. Und da möchte ich halt irgendwie das Interesse aufrechterhalten, indem ich hin und wieder mich halt abwechsle mit den Aufgaben. Ich denke, das ist auch für euch besser, denn so habt ihr immer wieder abwechslungsreiche Folgen, immer wieder unterschiedliche Bauthemen. Und wenn wir mal irgendwie wieder Lust haben, keine Ahnung, zum Beispiel die Banner in der großen Halle fertigzusetzen, ja, dann machen wir das. Dann machen wir das, das ist dann auch gar kein Problem. Nur ich möchte halt hier nicht irgendwie zwangsweise irgendwas machen, nur weil es jetzt gerade irgendwie im Thema war, wisst ihr? Da wäre es einfach besser, wenn wir das nach der reinen Motivation her machen. Und momentan habe ich halt am meisten Motivation, das Pokalzimmer weiterzumachen, weil ich da wieder ein paar Ideen habe. Und ich denke, es ist auch gar nicht verkehrt, hier mal was zu machen, denn es gehört eigentlich ja schon irgendwie noch zur großen Halle. Und die große Halle soll ja irgendwie schon langsam mal fertig werden eigentlich. Ja, aber wem erzähle ich das? Ich habe das ja schon 2 Milliarden Mal irgendwie schon erzählt, aber bis jetzt haben wir es immer noch nicht geschafft. Vielleicht klappt es ja jetzt in den nächsten Folgen. Vielleicht habe ich auch jetzt Lust und mache das wirklich konsequent zu Ende. Ich glaube es allerdings nicht. Ich denke mal, ich werde jetzt hier so das Ganze schon mal aushöhlen. Und dann gucken wir mal, wie das am Ende ausschaut. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt hier erstmal runterbuddeln. So, zack, 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 zack. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie wir das am besten machen. Ich setze mal da eine Fackel hin und hier und da und da, dass hier einfach ein bisschen mehr Licht ist. So, jetzt müssen wir uns natürlich auch entscheiden, mit welchen Treppenstufen geht's runter. Ich glaube aber, ich bleibe bei Holz. So, dann wäre hier eine Treppenstufe, hier. Hier würde ich den Boden wieder auffüllen. Hier wäre eine Treppenstufe, hier würde ich den Boden wieder auffüllen. Gut. So, dann hauen wir erstmal hier weiter was in die Wand rein. Da geht's nämlich weiter runter. So. Gut, dann würde ich vorschlagen, hole ich mir mal ganz kurz das nötige Holz, beziehungsweise auch die Treppenstufen. Und wir machen uns mal kurz zu einem Animagi, dann geht das Ganze ein bisschen zackiger. So, dann geht es hier einmal wieder runter. Und wir brauchen jetzt Fichtenholz, Leute. Fichtenholz, hier haben wir schon ein paar. Aber ich glaube, wir sollten noch
ein paar hier irgendwo in den Kisten verstreut liegen haben. Gucken wir einfach mal. Eichenholz? Nee, nicht wirklich. Ach, kommt schon. Ich will doch nur Fichtenholz, Leute. Was ist denn los bei euch? Das ist auch Eichenholz. Wieso habe ich so viel Eichenholz? Es geht doch auf keine Kuhhaut mehr. Eichenholz? Nur Eichenholz? Echt? Nee, oder? Das kann ich jetzt beim besten Willen nicht glauben. Da haben wir doch schon mal ein bisschen Fichtenholz. Aber das war's, oder wie? Ja, geil. Dann darf ich jetzt erstmal schön farmen, Leute. Würde ich mal behaupten. Ja, geil. Wunderbar. So gefällt mir das nicht. Dann machen wir uns schnell eine Eisenaxt. Whee, so. Hätte ich natürlich auch vor der Folge machen können, aber naja. Ich habe jetzt schon ein bisschen oft gearbeitet. Ich will das Ganze ja auch nicht überstrapazieren. Wird wieso der ein oder andere wieder rummeckern, dass ich das oft gemacht habe. Und naja, aber ist ja auch egal. Ich denke, der Grund dafür, der ist, denke ich, verständlich, weil ich mache das nicht Vollzeit, Leute. Und wenn ich dann mal im Off was mache, weil die Zeit einfach sonst nicht funktionieren würde oder nicht reichen würde, dann denke ich, sollte man da echt für Verständnis haben. Aber es gibt halt so manche Pappenheimer, die haben auch dafür kein Verständnis. Da gehören die meisten von euch natürlich nicht zu, aber es gibt halt so Ausnahmen. Aber ich denke, da gibt es in jeder Community Ausnahmen. Das ist leider so. So, ein bisschen Holz werde ich mitnehmen. Nicht allzu viel. Ich glaube mal so 4-5 Bäume sollten auf jeden Fall reichen. Das ist aber auch schon viel zu viel eigentlich. Ja, komm, wir belassen es erstmal bei 3 Bäumen. Das sollte auch schon reichen. Gucken wir jetzt direkt mal. So, da kommt das ganze Holz runter. Da haben wir hier schon mal was. Ja, dicke. Dicke, Leute. Machen wir uns jetzt noch ein paar Stufen draus. Und dann sollte das reichen. Boah, das ist hier schon ein richtiger kleiner Urwald. Also das ist ja eigentlich hier nur die Baumfarm für die spätere... Für den späteren verbotenen Wald. So, jetzt habe ich es richtig. Deswegen, also das wird sowieso später mal abgeholzt. Ich würde mich auch so gerne mal an den verbotenen Wald wagen. Und so viele schreiben mir auch immer in die Kommentare, dass sie das sehen möchten. Ich habe da auch richtig Bock drauf, Leute. Es wird kommen. Ich verspreche es euch. Es wird kommen. Es wird ein großes Thema sein. Und vor allem werde ich mir sehr viel Zeit dafür lassen. Oh Mann, das wird richtig cool. Aber da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ich will das ja auch nicht übers Knie brechen. Denn schließlich ist das eine Aufgabe, die ja eigentlich erst so gegen Ende angebracht wäre. Also jetzt am Anfang, denke ich, ist es noch nicht allzu hilfreich, wenn wir hier großartig irgendwas am verbotenen Wald rumbasteln. Da sollte Hogwarts schon, zumindest von den äußeren Maßen her, einigermaßen stehen. Aber mal gucken, vielleicht kriege ich es ja doch irgendwie hin, dass wir es schon früher machen. Da lasst euch einfach mal ein bisschen überraschen. So, dann packen wir das jetzt hier mal so ein bisschen zusammen. Klasse. So, dann machen wir jetzt hier die Treppenstufen hin. So, dann kommt hier das hin. So, dann habe ich hier schon direkt einen kleinen Fehler gemacht, soweit ich das sehe. Ja. Nee, so auch nicht. Ach Mensch. Wisst ihr, in der letzten Folge habe ich mich schon verbaut und ich hasse das. Ich hasse das wie die Pest. So und so. Alles klar. So, jetzt brauchen wir wieder ein bisschen Erde, weil ich habe hier schon ein bisschen tief gebuddelt. So. So, wunderbar. Dann geht's jetzt weiter im Text. Womit fülle ich das denn hier später? Ich glaube, ich mache das auch einfach mit Holz, oder? Kann man das machen? Ich probiere es gerade mal hier an der Wand aus. Eigentlich könnte man es auch mit Stein machen, aber ich denke, Holz wirkt ein bisschen gemütlicher. Außerdem kann ich dann hier schon mal die Fackeln dran setzen. Dann haben wir hier schon mal ein bisschen mehr Licht. Hier kann man auch mal eine hinsetzen. Gut, dann geht's jetzt hier etwas weiter runter. So und so. Und dann kommt jetzt hier noch ein bisschen weg. Und hier noch ein bisschen weg. Und dann mal wieder eine Fackel. So. Oh je, wo sind wir denn hier gelandet? Moment. Das sieht schon sehr verdächtig nach der Küche aus. Ich hoffe, wir knallen jetzt gleich nicht in der Küche. Also in die Küche, besser gesagt. Das wäre natürlich nicht so nice, wenn wir da irgendwie mit in die Quere kommen. Aber eigentlich sollte das funktionieren. Eigentlich sollte das klappen. Na, mal abwarten. Wir werden es jetzt herausfinden. Ach nee, das ist das alte Pokalzimmer. Wie nice, cool. Oh nice, das erweckt Erinnerungen, Leute. Wir sind jetzt hier im alten Pokalzimmer, aber den brauchen wir jetzt erstmal nichts. Oder wir müssen darauf jetzt erstmal keine Acht geben. So.
So, und dann kommt jetzt hier wieder eine kleine Plattform. Das ist ja cool. So kommt man wieder in die alten Gebäudeparts, die wir schon irgendwann mal gebaut haben, die dann in Vergessenheit geraten sind. Und ich denke, das ist auch ein cooler Aspekt für später, dass wir einfach nach einer Zeit irgendwelche Bestandteile finden von Hogwarts, die wir irgendwann mal gebaut haben, die aber nicht mehr aktuell sind. Und da kann man so ein richtiges Retro-Feeling bekommen. Und gerade auch hier, dieses Pokalzimmer, ich finde, das hat so viel Retro-Charme. Jetzt muss ich mir aber erstmal eine neue Spitzhacke holen, die ist nämlich am Arsch. So, wie lange geht die Folge jetzt schon ungefähr? Ich weiß es nicht, die letzte Folge ging ja wieder um die 25 Minuten, eigentlich wieder viel zu lange. Ich wollte mich auf 20 Minuten beschränken, aber das fällt mir leider immer etwas schwerer, gerade wenn ich hier in so einer Bauaufgabe mit drin bin. Weil ich euch ja auch irgendwie versprochen habe, dass ich jetzt in Zukunft, ja, einfach ein bisschen produktiver sein möchte und die Aufgaben auch irgendwie in einer Folge zu Ende kriegen möchte. Das klappt aber leider nicht immer so genau. Aber ich denke, bei so einem Projekt wie Let's Build Hogwarts, da kann man sowieso kaum was planen. Da ist alles relativ spontan und ungeplant. Deswegen. So, dann beeilen wir uns mal, damit wir vielleicht zumindest den Zugang zum Pokalzimmer hinkriegen. Das wäre schon mal etwas. So, Tür zu. So, dann geht's weiter runter. So, okay. Dann wieder Treppenstufen. Und hier auch nochmal Treppenstufen. Und dann kommt jetzt hier wieder die Plattform. Ich weiß jetzt nicht genau, wie tief ich noch gehe. Ich glaube aber auch nicht mehr allzu tief, denn wie gesagt, wir waren jetzt gerade schon im anderen Pokalzimmer. Das heißt, von der Tiefe sind wir jetzt ungefähr so wie damals. Sollte eigentlich ganz gut sein. Mal schauen. So, dann müssen wir jetzt noch einmal hier in die Richtung. Ich würde vorschlagen, belassen wir es dabei. Wir gehen jetzt hier nochmal eine Stufe tiefer und dann reicht es eigentlich. So. So, wunderbar. Dann kommen jetzt hier die Treppen wieder hin. Genauso wie hier. So, eine Fackel für ein bisschen Licht. So, wunderbar. Dann haben wir es eigentlich soweit geschafft. Jetzt muss ich mal gerade selber kurz überlegen, wie wir das am besten machen. Das Pokalzimmer. Oh, wo sind wir denn hier? Ach so, das. Ah, das alte Pokalzimmer. Ja, da müssen wir jetzt auch mal gucken. Ich glaube, ich mache das mal folgendermaßen. Wir nehmen mal hier die ganzen Sachen weg. Dann haben wir auch wieder ein bisschen Equipment. Das brauchen wir ja sowieso später. Das alte Pokalzimmer hat ja wirklich gar keinen Zweck mehr. Das wird einfach nur ein leerer Raum bleiben, der nie wieder irgendeinen Sinn verfolgen wird. Deswegen müssen wir auch hier nicht unbedingt drauf achten, wie es aussieht. So, ihr seht's, wenn man hier die Treppe hochgeht, da haben wir es damals ungefähr genauso gemacht. Hier hört es jetzt auf, weil hier drüber ist jetzt wieder die große Halle. Wir haben das Ganze ja in die Länge gezogen früher. Und ja, das ist das alte Pokalzimmer. Aber das soll uns jetzt soweit, wie gesagt, nicht kümmern. Wir gucken jetzt mal, wie wir am besten das Neue bauen. Eventuell, wir haben es da gemacht. Ach so, einfach, dass die Treppe dahin führt, okay. Ja, dann machen wir das doch hier ungefähr genauso. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber ihr merkt, wir sind von der Höhe genauso wie damals. Genau das gleiche in grün. So, ich werde das jetzt auf jeden Fall in den nächsten Folgen ein bisschen ausfüllen, dass wir hier einen einigermaßen korrekten Raum hinbekommen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Mich interessiert natürlich, wie euch das Gebäudeprofil gefällt, ob euch das so gefällt, wie ich das bis jetzt gemacht habe. Und wenn es euch gefällt, dann bestellt ihr Nika auf jeden Fall schöne Grüße von mir, dass er sich die Mühe gemacht hat, um das vorzuskalieren. Es war auf jeden Fall mega nice und ich fand es auch wirklich sehr, sehr schön. Schlussendlich interessiert es aber auch, was ihr darüber sagt. Deswegen, wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Build Hogwarts, Leute. Macht euch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Tschüsschen!